Ja, wir sind hier gerade an dem Stand von Atria. Da ist auch gut besucht. Ein kleines bisschen um und wir wollen uns eigentlich mal einen Kastenwagen raussuchen und den dann auch noch kurz mit zeigen. Ne? Ja, wie gesagt, wir sind hier bei Atria am Stand und hier gibt es auch so eine kleine Neuheit und zwar der Twin Max 680 SLB. Der ist jetzt auf MAN-Basis gemacht. Fahrzeug, so wie es hier steht, sind wir bei 88.462. Nicht wenig, ich weiß. Aber ja, wir können ja nichts dafür. Nee. Hat eine Außenlänge von 6,84, also da kriegt man einiges rein. Ich gehe mal davon aus, dass da auch Längsbetten drin sind. Ne? Gehen wir davon aus. So, ja, schauen wir uns von außen an, weil drin ist was los. Ja. Und von Design hier. Schöne große Heckgarage. Was mir richtig gut gefällt, dass es hier außen schon mitgedacht worden ist. Da könnt ihr auch verschiedene Utensilien unterbringen. Ja. Dann haben wir kleine süße Fenster, die ihr auch aufkriegen könnt. Das finde ich toll. Und was schön ist an diesen Fenstern, die sind, wenn ihr die Höhe vom Bett seht, ja, ich zeige es euch mal, die sind so hoch, dass du mit dem Kopf da eben nicht dagegen kommst. Das Problem habe ich immer, wenn ich die Jalousie habe, durch meine Körpergröße komme ich da immer dagegen. Ja, ja, das ist mitgedacht. Ja. Und ja, schau mal, auch hier kannst du ja, ist es gleich Schiene, was du Sachen festführen kannst. Mit Zurösen dran. Ja. Und eine sehr lange Heckgarage, ja. Schau mal, überall Schränkchen, Stauraum. Ja. Also Stauraum brauchen wir immer. Ja. Man nimmt immer mehr, was man braucht, aber ne? Wir haben, oder wie heißt das, Schatz? Schön. Was denn? Na, immer mehr mitnehmen, aber pass auf, da ist die Gasflasche. Ne? Ja. Ist das nur eine 5 Kilo, zeig mal. Ja, das ist wahrscheinlich Dieselheizung verbaut, so, vermute ich mal. Schauen wir da nochmal nach. Weil sonst wäre nicht so ein kleiner Gasfach. Ne? Genau. Ja. Ein schönes, großes Bett. Schaut zumindest jetzt erstmal so aus. Und Pflege. Lattenrost drin. Was ich gut finde, dass die Matratzen dunkel sind. Finde ich gut. Ja. So, wir gucken, ob der eine Dieselheizung hat. Schaut alles danach aus, ja. Aber schauen wir noch mal genau nach. Und vor allem gehen wir jetzt erstmal ins Fahrzeug. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ja. Bisschen muss man warten. Schauen wir mal von der Ausstattung her. Steht da irgendwas drin? Silber Metallic. Fahrzeugbar, Beleuchtung, Heizung. Webasto mit Gasboiler. Dieselheizung, ja. Diesel, ne? Ja. Hat er drin. Schlafplätze, Längsbetten 1,90 Meter. Das hat aber länger ausgeschaut. Auf der einen Seite 80 in der Breite und auf der anderen Seite 1,80 mal 75. Und was ich immer toll finde, Automatik. Ne? Also das merkst du wirklich, viel entspannter ist das Reisen, also wenn man nicht schalten muss. Und gerade wenn du in den Stau kommst oder irgendwo auf dem Berg stehst oder so. Super. Ja. So, warte mal, ist nicht leer. Ja, was auch schön ist, das Außenlicht, die Außenbeleuchtung ist in der Schiebetür integriert. Finde ich gar nicht übel. So, wir werfen mal einen kurzen Blick rein. Atria hat ja auch einen sehr, sehr guten Ruf. Gerade was Qualität vom Innenbau angeht. Da haben wir zwei Schränkchen. Farben finde ich. Ja. Also, Push-the-Button. Auf der Seite müssen wir pushen, genau. Da Fernsehhalterung da schon. Also ich kann gar nicht glauben, dass die Betten nur 1,90 lang ist, also das längste, weil das schaut echt viel länger aus hier. Was mir gut gefällt, die Farben. Die Farben richtig schön. Also dunkel. Dunkel also gehalten, so Anthrazit, ja. Toll. Hat was, ne? Nennt sich bestimmt wieder ganz anders. Aber. Ja. Guck mal gleich ins Bad, wenn das schon mal offen ist. Super, schau mal die Tür. Das ist richtig das ist toll. Besser wie die ganz normale Tür. Ja, und vor allem, ihr könnt ihr dann auch hier festmachen während Fahrt, weil das sie nicht hin und her schleudert. Ne? Dann haben wir hier Schwenkbad. Heißt das, wenn ihr duschen euch wollt, zack. Ich weiß, das ist Platz. Umstritten bei manchen, aber wir finden sowas gut. Ich finde das gut. Schau mal vom Platz hier. Da ist kein Radkastenplatz, nix. Ne? Stimmt, kein Radkasten, ja. Na, hast du zwei Handtuchhalter, also super. Ja. Ne, also ihr habt hier auch noch Schränkchen, dass ihr Sachen verstauen könnt. Genau. Hier habt ihr auch noch, also wirklich super. Was haben wir jetzt? Ganz normale Tit-for-Toilette. Toilette finde ich ein bisschen hoch, ne? Die ist hoch, ja. Also das ist, wo wir dann oft bemängeln, wenn du da sitzt und mit den Füßen wackelst, ist es nicht so toll. Also, aber gut, ist wie es ist. Mein Kühlschrank noch. Ja. Auch ausreichend groß. Kleines Eisfach oben dran. Was ist das hier? Mülleimer. Ach, siehst du, wir wurden erhört. Überall werden die auch Mülleimer inzwischen verbaut, auch im Kastenwagen. Das finden wir richtig klasse. Ja, richtig gut. So, und hier auch. Schau mal, ist der Raum auch gleich ausgenutzt. Gleich mit den Taschen. Nicht, dass wir als Kunden immer sowas besorgen müssen. Mhm. Klar, ist immer Geschmackssache. Aber das harmoniert alles. Also absolut. Dunkle Matratzen, habt ihr richtig schön Holz.
der Wagen gefällt mir schon. Zum Thema Kopffreiheit, ich zeige euch ganz kurz, bei mir geht noch so eine Hand quer oben mit rein. Also reicht vollkommen aus. Ich bin 1,87 übrigens. Die meisten unserer Zuschauer wissen das, aber es gibt ja auch immer wieder neue Zuschauer. Ne? Ich glaube, ich habe in diesen Kasten verliebt. Echt? Der gefällt mir, Schatz. Okay. Auch vor allem vom Raum hier. Das ist, du bringst einiges hier unter. Hm. Schön. Und an viele Details so mitgedacht worden. Ne? Ja, das Einzige, was mir hier nicht passt, ist wirklich die Bettenlänge. Die nee, mich selber würdest du nicht nee, also wenn das nur 1,90 ist, dann wäre nichts für mich. Also 1,95. Dann hast du deine Füße wieder bei mir. Ja, genau. Dann kuscheln wir wieder. Wir füßeln wieder, ja. Wir füßeln. Das ist ja eigentlich das Schlimmste im Leben, ne? Haben die jetzt. Schau mal, also, die haben auch zwei Abflüsse, ne? Das ist, wo wir auch immer sagen, es ist total wichtig in der Dusche, dass du zwei Abflüsse hast, weil wenn du schief stehst, dann steht das Wasser irgendwo. Das ist auch nicht so doll. Absolut. Und ganz kurz, wir wollen doch die Küche angucken. So. Ja, Waschbecken, ganz normal. Zwei Flammenkochherd. Ja. Sehr schön gemacht. Ja. So, hier schauen wir uns noch mal auch an. Ja, riesige Schublade. Da habt ihr die Absperrhenne. Da haben wir auch. So, und die dritte Schublade, denke ich mal, ist genau identisch. So, und hier an der Seite haben wir noch was? Nee. Doch. Ein Lichtschalter? Doch. Da pusht was. Push. Auch noch mal so Ablagen da drin, ja. Ich hab gleich mitgedacht. Ja. Der Raum ist ausgenutzt worden. Und schau mal, hier hast du auch noch was, dass du was reintun kannst. Klasse. Also insgesamt ein sehr, sehr schönes Auto, ne? Ja, warte mal, noch ein Schrank, noch ein Schrank. Das pusht sich nicht. Lass mal, komm.